Annalena Gerke oder Stefanie Giesinger war die mediale Aufmerksamkeit nach ihrem Sieg bei Germany's Next Topmodel schnell sicher. Doch die Modelshow hat auch Siegerinnen hervorgebracht, die man heute weniger auf dem Schirm hat. Lovelyn Annabeci ist eine davon. 2013 gewann sie die 8. Staffel. Trotz eines Modelvertrags mit der Agentur One-Eins fiel es Lovelyn schwer, wirklich Fuß zu fassen in der Branche. Dafür machte die 20-Jährige letzten Sommer aber ihr Abitur. Und auch über Social-Media-Plattformen präsentiert sich Lovelyn gerne mal ihren Fans. So zum Beispiel hier auf ihrem Abiball oder aber hier mit neuer lockiger Haarpracht. Dem Model-Business hat sie dabei natürlich nicht abgeschworen. An ihrem Körper arbeitet sie weiterhin fleißig. Baby Beyoncé, wie Heidi Klum sie liebevoll genannt hat, lief zuletzt auch für Anne Goetz, Tina Miyake oder auch Bräuninger über den Laufsteg. Wir würden uns jedenfalls freuen, in diesem Jahr auch wieder mehr von Lovelyn zu sehen.